Meine Damen und Herren, sehr, sehr, sehr sensible Themen. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich das überhaupt ansprechen will. Ich sage jetzt auch harte Worte an der Stelle. Wie gesagt, es fällt uns schwer, über solche Dinge zu reden, weil man eben bei jedem Wort ja vielleicht auch Sorge hat, jemand Unrecht zu tun. Ja, wir müssen es weiterhin mit sehr viel Fingerspitzengefühl behandeln. Wenn das Kind dann 14 Jahre alt ist und sagt, ich fühle mich jetzt doch anders, als ihr mich die letzten 14 Jahre gesehen habt, jetzt lasst mal bitte mein Geschlecht noch offen bis zum 14. Lebensjahr. Das ist dann durch eine einfache Meldung beim Einwohnermeldeamt erledigt und das könne man einmal pro Jahr ändern. Menschen in diesem Lebensalter ja vielleicht in eine Richtung zu drängen, weil es gerade Vogue ist und übers Internet verbreitet wird, dann plötzlich Geschlechtsumwandlungen vorgenommen werden, wo man ein paar Jahre später sagt, das war ein Fehler. Meine Damen und Herren, es ist mehr als ein Tattoo, was man hier in seinem Leben dann macht. Übrigens Dankeschön für die, die heute hier sind. Hier sind bei uns lauter anständige Leute. Da wird nicht geraucht, da wird nicht rumgepöbelt. Ich danke euch für die Disziplin, Euerin, und ich danke der Polizei, dass so gut auf uns aufpassen heute. Meine Damen und Herren, das sind Verfallserscheinungen in diesem Land, die wir stoppen müssen. Die stellen sich ja heute nicht mal mehr hin und sagen, sie wollen Industrieland bleiben. Die sagen ja nicht einmal mehr, sie wollen junge Leute, die Familien gründen und Kinder kriegen, sondern sie wollen vielleicht eine Deindustrialisierung. Sie wollen keine Ahnung, was die wollen. Zumindest sagen sie es nicht, was sie wollen. Aber wir sagen, was wir wollen. Wir wollen eine Zukunft für dieses Land und keine Rückabwicklung. Draufhauen und kein billiger Populismus, sondern wir haben ein Volksbegehren angestrengt, haben innerhalb kürzester Zeit 100.000 Unterschriften gesammelt, weil wir gesehen haben draußen, wie die Hütte brennt. Wir haben eine Start-up-Förderung in Bayern mittlerweile, dass wir junge Leute, die gute Ideen haben, zum Unternehmertum geradezu führen und nicht sagen, nein, beantrag lieber Bürgergeld oder geht zum Demonstrieren. Nein, wir sagen zu den jungen Leuten, wir wollen euch. Das sind Party-People, das sind Party-People. Sollen wir weiterhin schauen, wie Deutschland deindustrialisiert wird? Wo die Chinesen versuchen, unsere Technik abzugraben, wo die Chinesen den deutschen Verbrennungsmotor holen wollen, wo Schwerkriminelle Feuerlöscher und Pflastersteine in die Windschutzscheiben von Rettungswagen schmeißen. Eine weitere, vielleicht Nebensächlichkeit im Gedanken, ja, in der Gedankenwelt einiger. Ist ein Windrad gut oder schlecht? Das kommt drauf an,